comes and goes. Ja, und hallo und herzlich willkommen. Ja, hallo und herzlich willkommen, lieber Jerome, mal bei meiner Reaction zu dem Thema zwischen euch und Zaratox. Ich habe mir das ganze Video schon mal vorab angeschaut, um den Kindergarten mal mir ein bisschen mal genauer anzusehen. Was mir ganz extrem auffällt, lieber Jerome, du wiederholst dich am laufenden Band und akzeptierst im Endeffekt nicht, dass Mr. Zaratox keinen Kontakt mehr mit dir haben möchte und auch mit dir weiterhin keine Freundschaft mehr möchte. Ja, das zum einen. Wir hören uns mal die ganze Geschichte, die 7 Minuten im 30-Sekunden-Takt, mal an, was er zu sagen hat. Jetzt kommt mir die Frage, sorry, ich was in den Mund tue, aber jetzt kommt mir die Frage, wer ist so hobbylos, macht morgens um 8.40 Uhr ein Video, was er einen Tag zuvor hochgeladen hat? Okay, ist ja dein Ding, aber 8.40 Uhr, das ist irgendwie sehr cringe und hobbylos. Sorry, aber sowas würde ich sogar nicht bringen. Thema reden. Aber zuvor haben wir zwei Gastleute dabei. Ja, zwei Gifts. Ganz ehrlich, zwei Gifts. Der obere Gif, unnötig, der untere, das bist du. Du bist lächerlich. Also Jerome, pack dir erstmal an die eigene Nase. Die jetzt meine. Die jetzt meine Meinung rausspiegeln. Also. Deine Meinung rausspiegeln? Mal überlegen. Glaube ich eher weniger. Sorry. Ich finde es erstens lächerlich, zweitens finde ich... Sorry, dass ich das reinkrätschen muss, aber du bist lächerlich, was du gerade veranstaltest. Ist übertrieben. Ich habe mich entschuldigt, auch auf eine gute Art. Entschuldigt? Entschuldigt heißt das denn schon, bitteschön, wenn man es ordentlich sprechen möchte. Also klar, ich reagiere über... Hab Fehler gemacht. Ja, du reagierst über und jetzt weiter. Aber der gewährte Herr hier, der meinen Namen falsch schreibt. Ach, der gewährte Herr, der deinen Namen falsch schreibt. Uff. Wir müssen ja nicht aufzählen, was vielleicht du für Fehler gemacht hast. Aber wegen einer Rechtschreibung jemanden darauf hinzuweisen. Das ist ein bisschen sehr armselig manchmal. Sorry, aber jeder macht Fehler, auch du. Der hat gar keine Fehler. Der macht keine Fehler. Der macht keine Fehler. Der macht auch Fehler. Das hat er in seiner Reaktion auch gesagt. Aber das hast du vielleicht, ja, nicht gehört, weil die Videos habe ich mir auch angeschaut, mein guter Jerome. Und das ist schon etwas traurig. Entschuldigung, dass du sagen musst, du bist traurig. Ach ja, dieses Video... nicht gesponsert und auch nicht gesponsert. Alter, dein Deutsch ist ja eine Katastrophe wie Cola im Sektglas. Sondern ich rede hier so raus. Also Freestyle raus. Machst du das nicht andauernd in deinen Reaktionsvideos gegen Mr. Zaratox? Überleg mal ganz scharf nach. Meinen Namen nicht richtig gut schreiben. Warum? Dieser Typ kann das wohl, nur er hat es vielleicht vergessen. Kann jedem mal passieren, aber Kopf hoch, du wiederholst dich, läuft. Warum macht er das? Er weiß, ich reagiere drauf. Ganz ehrlich, ich lache darüber. Entschuldigung, aber über dich muss man lachen. Geh dich mal in die Ecke und schäm dich, ganz einfach. Und ganz ehrlich, ich kann jetzt auch deinen Namen falsch schreiben. Mache ich auch in den Titel. Wirst du auch sehen. Da wirst du dich auch aufregen. Und ja, wie soll ich sagen? Ich habe mich entschuldigt. Du hast dich entschuldigt, ja.
Aber er nimmt sie nicht an. Willst du es nicht kapieren? Er will keine Freundschaft mehr mit dir. Der will mit dir keinen Kontakt mehr haben. Er will einfach nichts mehr mit dir zu tun haben, weil du zu viel Scheiß gelabert hast. Er hat wieder Argumente gefunden, beziehungsweise auch gesucht, warum er die Entschuldigung nicht annehmen will. Ja, das hat auch seine Gründe, weil du zu oft Scheiße gebaut hast und das nicht in dein kleines Gehirn rein möchte. Wenn man da mal ran überlegt, er möchte nichts mehr mit dir zu tun haben als Person. Geht das in dein Gehirn rein? Oder? Ich glaube aber eher weniger. In meinen Augen Kindergartenkacke. Genauso. Pack dir doch erstmal an die eigene Nase, weil du fabrizierst hier Kindergarten. Ne? Also, erstmal an die eigene Nase packen und gucken, wo du mit angefangen hast, ne? Wie das Thema Webdisk. Kommen wir gleich darüber. Warum das Thema Webdisk? Das hat hier nichts zu suchen. Es geht um Mr. Zaratox. Aber man vermischt ja gerne Sachen, ne? Läuft. Ja, es gibt ein Video über die Webdist. Hat aber auch seine Gründe. Der hat im Endeffekt seine Meinung gesagt, was er davon hält. Ist ja auch sein gutes Recht. Meinungsfreiheit hier in Deutschland, Jerome. Oder hast du das vergessen? Ich werde das ja aber auch nicht zeigen. Wie gesagt, das werde ich jetzt nicht im Hintergrund zeigen. Möchte ich Mimi und wiederholen. da unter in den Kommentaren nochmal eine gewisse Person ansprechen, die der meint, also es haben darunter zwei Leute von der Webdesk geschrieben, also von der Administratorenseite und der Firebase-Prüfer. Aha, und der Firebase-Prüfer. Ach, nur weil er eine 2 vergessen hat, kann jedem mal passieren. Der hat dann seine Sicht dazu geschrieben und gar nicht. Richtig. Und Zaratox hat seine Meinung dazu geäußert. Einer so, der hat geschrieben, so, ja, ihr nutzt eure Ringe aus. Ach, die nutzen ihre Ränge aus. Ich glaube nicht, dass Mr. Zaratox seine Ränge ausnutzt oder irgendein anderer User. Ne? Da muss man immer zwei verschiedene Seiten für haben. Aber da sind manche Menschen, Entschuldigung, nicht fähig zu. Und hast du nicht gesehen, wo ich mir auch schon mein Kopf fast gegen eine Wand hauen konnte? Fast gegen eine Wand hauen könntest. Geil. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Mal gucken, ob es blutet. Sorry. Könnte solche Aussagen zu betätigen. Jeder hat seine Meinung. Oder hast du das nicht gelernt? Wie gesagt, der Streit geht weiter. Er findet wieder Argumente. Ja, aber die handfest und Sinn ergeben nicht so wie bei dir. Weil du frei Schnauze redest und er sich vorher informiert über die Sachverhalte. Mal ganz scharf überlegen. Diese Entschuldigung anzunehmen. Der ist der Typ, der ja keine Fehler machen tut. Er hat doch gesagt, dass er auch mal Fehler gemacht hat. Das hat er auch öffentlich in den Videos so gesagt, wie es Sache ist. Aber das hast du vielleicht überhört. Mit Absicht. Weil jeder Mensch hat Fehler, auch du, Jerome. Wie gesagt, ich habe Fehler gemacht, aber er hat auch Fehler gemacht. Wie oft willst du dich jetzt noch wiederholen? Er hat auch Fehler gemacht. Und das weiß er auch. Ich kann mich an gewisse Ja, und jetzt willst du jetzt noch weiter auftischen? Dinge auch erinnern, was da passiert ist. Ich werde das jetzt hier nicht auch in den Videos nicht sagen. Das gehört hier auch nicht rein. Oh, das ist jetzt sehr langweilig. Warum hast du das überhaupt angesprochen? Oh Gott. Was die da gemacht haben. Klar saß ich dabei, aber ich habe mir auch in dem Moment auch fast gesagt, so, ey, das kann nicht so weitergehen. Ja, es kann auch nicht so weitergehen. Du zeigst die Abonnentenzahl nicht an. Du hast deine Ich mag dich. Mag dich nicht deaktiviert und die Kommentare deaktiviert. So, dass die Leute noch nicht mal ihren Senf dazugeben können, was du ändern könntest. Aber
Da bist du ja leider, Entschuldigung, dass du schade sa hart sagen musst, nicht fähig zu. Warum macht man das? Dann kommen wir zum Punkt. Ich habe darunter einen Kommentar abgegeben. Ein Spaß. Also ich lese den jetzt mal vor. Ach, Zaratox, komm, lass Boxen XD. Real Talk, ich wollte mich mit dem Video entschuldigen. Ich weiß, ich reagiere manchmal über und du reagierst manchmal über. Ich sage nur Webdis, es gibt dort gewisse Regeln, an die man sich halten muss. So, halt, stopp. So und so nicht. Also, mal eben so ein Teilstück von Haltstopp von Andreas reingeballert. Läuft bei dir. Ich gehe jetzt unter meine Decke und heule. Ja, mach das mal. Ich kann mir das sehr bildlich vorstellen, Jerome. Dass du unter die Decke gehst und mi machst. Aber erstmal wieder dreijährigen Tabletten nehmen. Ne? So witzig war das nicht, sorry. Aber pack dir doch erstmal an die eigene Nase. Dann reden wir gerne weiter. Passing Kommentar. Ach, Zaratox, komm, lass Boxen XD. Wollte dahinter haben 1 vs 1, habe ich aber gelassen, sich halten. Halt, stopp, so nicht anders. Ich gehe jetzt unter meine Decke und heule und mache andere Dinge nicht. Also, ich heule nicht, weil ich nehme das nicht ernst. Dann kommen wir zu dem Thema WebDIS. Und zwar gibt es in der WebDIS klipp und klar. Ja, es gibt in der Web des Regeln. Ich wusste das ja nicht. Wow! Es gibt Regeln! Lieber Gott, schmeiß dir mal Hirn rein. Aber sorry, das fällt ja sowieso daneben, Jerome. Habe ich total vergessen. Wenn man auf Dateien hinzufügen geht, Regeln für Upload. Ja, und jetzt? Overlay-Tour. Doppelpunkt. Das Archiv muss eine der folgenden Ordnerstrukturen aufweisen. Archiv kommt zwei unter. Archiv-Unterordner, Archivname. Ja, und jetzt? Was willst du uns damit erzählen? Jeder kennt die Upload-Regeln. Aber dass du das immer wieder meinst zu thematisieren, das ist einfach nur traurig. Dezent traurig. Omdi 2 Unterordner. Englische Beschreibung, außer sie kennt sonstige Umtauschbegriffe. Eine englische Beschreibung ist Minimum. Deutsch und Französisch sind wünschenswert, aber optional. Laber nicht so Bullshit! Nein. Falls du Hilfe mit der Übersetzung benötigst, helfen uns Übersetzer via Ticketsystem oder online. Mein lieber Jerome, willst du uns jetzt erklären, wie die Regeln gehen? Oh Gott! Vorschaubild und weiteres Zoom Pflicht, wenn es etwas zu sehen gibt. Alle Dateien unterliegen einer Freischaltpflicht und werden durch die Moderation geprüft. Dies kann einige Ja, das kann einige Stunden dauern und hat auch seine Gründe wegen Urheberrecht. Ne? Zeit in Anspruch nehmen. Wir bitten um Nachfragen abzulehnen. Also, er hat einen Fehler gemacht in der Ordnerstruktur. Er hat Omni geschrieben anstatt Omni 2. Dann hat er einen großen Fass aufgesetzt. Ja, die Moderatoren können es ja ändern. Bli, bla, blub. Ganz ehrlich, man kann es auch selbst ändern. Ja, aber er hat ja auch im Video gesagt, wie man es machen könnte, weil dieser eine Zweig könnte er sich runterladen, könnte das reintragen und dann wieder hochladen. So, dann braucht er es nicht machen, klar, weil das dauert ja auch, bis er die gewisse Zeit wieder da ist. Klar, aber das werden bei der Menge ist es auch gewissen Zeiten auch Anspruch genommen. Ist verständlich. Ich verstehe alle Seiten. Wenn da auch dick und groß Regeln für Uploads stehen, dann lese ich mir das auch durch. Das hat bestimmt auch jeder User gemacht, Herr Jerome. Jeder. Und damit beende ich dieses Video. Ich hoffe, der. Ja, sorry, aber 6 Minuten 32 und die Minute 7:52, weil dann wiederholst du dich ja wieder. Habe ich ja vergessen. Der Typ, der meinen Namen nicht kann, Der Typ heißt Mr. Zaratox und der kann den Namen, aber Kopf hoch. Ja.
Der packt sich mal richtig an seinen Kopf und denkt mal. Guck dich doch erstmal selber an, dann reden wir gerne weiter, Jerome. Banach, wie gesagt, ich erinnere euch mal. Hier, ups, falsch. Gott, bist du schlimm. Alles erstmal falsch. Ups. Hast du was mit OBS falsch gemacht? Sorry, aber... Also, ich hätte das Video sogar geschafft abzuführen. Du hast einfach nur ein Bild genommen, anstatt die Stimme reinzuzeigen. Ja, ich weiß, ich bin inkompetent, aber ist mir egal. Ja, bist du. Aber man kann es ja auch schriftlich verbessern in OBS. Und das Video ordentlich anzeigen. Aber das ist ja leider bei dir... nicht möglich. Schade. Ach ja, und den Herrn lieben M.K. der unter den Kommentar von dem Video mit der Webdisk da untergeschrieben hat. Ganz ehrlich, komm mal lieber runter von... mein Lieber, warum sprichst du das da bei einem Video an, wo es um Mr. Zaratox geht und den auch noch eiskalt falsch schreibt, ne? Also, lieber erstmal gucken, er hat auch was falsch geschrieben, du auch, aber Himmel, Arsch und Zwirn. Was für ein Kindergarten, einfach nur bildlich schön. Von deinem hohen Ross und sag, hau nicht die Aussage raus, ihr macht es nur, um euren Rang hier zu zeigen. Nö, das hat da gar nichts mit zu tun, weil hier geht's eigentlich um Mr. Zaratox. Oder habe ich mich da jetzt falsch im Text hier unten, der hier schön jetzt mal blau markiert wird. Welcher beiden kriege? Hier, den. Geht's da nicht um Mr. Zaratox, der Typ, der den Namen falsch schreibt? Will Stress, kannst du haben? Boxkampf? Fragezeichen. Also wenn es einen Mr. Zaratox gibt, ja, dann google mal nach dem Typen. Vielleicht findest du ihn, ja. Ganz ehrlich, du beleidigst andere Leute richtig. Du hast mich auch beleidigt. Pack dir doch erstmal an die eigene Nase. Du warst auch mal beleidigt, aber ja, das siehst du ja leider nicht. Bitte das mal zu beachten. Ganz ehrlich, pack dich mal selbst an die Nase und komm mal klar in dein Leben. Mach das doch erstmal selber, dann reden wir gerne weiter. Und das sage ich genauso zu den Typen, der meinen Namen falsch schreiben kann. Und damit sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Jerome. Erstens, du fängst mit Videos an. Ich krieg das ja schon öfters auf deinem Kanal mit. Du fängst Stress da an. Du eckst an allen Ecken an, anstatt was zu ändern. Du bist so unbeliebt in der Community. Warum wohl? Weil du dich selbst da ins die Richtung gebracht hast. Also, ich hoffe, du änderst mal was, aber glaube ich eher weniger dran. Jetzt mal, vergiss nicht, ihn nicht zu abonnieren. Deabonnieren, ganz klar. Und deabonnieren, das ist einfach so armselig. Nicht abonnieren, deabonnieren, genau. Könnten wir genau zu dir auch sagen, weil sowas ist einfach, ganz ehrlich, offen und ehrlich, wie ich es hier sage, rufschädigend. Und das kann strafrechtlich auch verfolgt werden, wenn man das nachweisen kann. Ne? Nimm das mit Humor. Und damit mit Humor nehmen kann man bei dir leider nichts mehr. So, dann haben wir das. Viel Spaß damit, dann geht's darüber mit zu YouTube. Oh Gott, was für eine Abmoderation. Ja, lieber Jerome, guck dich erstmal selber an. Guck, was du für Fehler machst. Guck, dass du dort erstmal vor deiner eigenen Haustür fegst. Dann reden wir gerne weiter. Ja. So, weil es so spannend war, mache ich das jetzt in zwei Teile. Weil jetzt hier das habe ich ja gerade gemacht. Jetzt hat er ja noch ein Video gemacht, gerade vor 4 Stunden. Also, ich beende die Aufnahme und der zweite Teil kommt sofort.